Ja, aber das ist schon heimelig, oder? Auch hier mit den Fackeln, schwebende Bücher. Wenn hier jetzt noch ein passender Router läuft, Junge, dann nisten wir uns mit ein. Haben ja ein paar Schlafsäcke bekommen von den Nachtelfen, wa? Seid ihr der neue Rekrut? Da seid ihr spät dran. Ich hatte einfach angenommen, das draußen hätte euch verschluckt. Das draußen. Wie es mir mit meinen wiederkehrenden Albträumen widerfährt. Okay, er träumt davon, dass wir vom draußen einfach gefressen werden. Cool. Es ist schön, euch persönlich zu treffen, schätze ich. Das ist so seine allgemeine nerdige Angst, deswegen ist er hier auch drin und projiziert sich überall hin, ne? Würde ich aber ganz ähnlich machen. Lebende Geschichte. Mein Name ist Nerobin. Den solltet ihr euch merken, denn ich bin ein Genie, was arkane Handschriftenkunde angeht. Das ist schon eine wichtige Auszeichnung, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich sage das mal so. Ich habe zahllose Stunden damit verbracht, blaue und bronzene Drachenmagie zu verbinden, um die Geschichte zu untersuchen wie nie zuvor. Heute werden ihr und ich die Früchte meiner Arbeit ernten. Beginnen wir damit, meine Instrumente auf einen wunderbar erhaltenen Kelch anzuwenden, der auf der verbotenen Insel entdeckt wurde. Tada! Ich brauche nur eine Sekunde, um alles für euch vorzubereiten. Perfekt. Jetzt könnt ihr diese Werkzeuge verwenden, um den Kelch zu analysieren. Okay. Die Werkzeuge. Was hat er denn? Er hat ein Stundenglas der Zeit. Das Stundenglas der Zeit wird zeigen, aus welcher Epoche das Relikt stammt. Ein Kompass der Platzierung. Der Kompass der Platzierung wird uns zeigen, wo das Relikt verwendet wurde. Und Proben der Inspiration. Diese Proben der Inspiration werden den Zweck und den Kontext des Relikts offenbaren. Was sind das für Proben? Old God Augen? Junge Baby-Kassuns, okay, darum will Xalatas uns platt machen, weil der Onkel ja alle Babys einfach behält. Machst du es nicht auch so? Sitzt zu Hause und projizierst dich über Twitch? Ja, eigentlich schon, ne? Er ist wie ich. Kelch analysieren. Ja, das wäre auch genau meine Arbeit hier, ne? Also da wäre ich aber auch in den Archiven zugange. Faszinierend, das ist ein Eichhörnchen. Ja, ein Flughörnchen. Ah, look at him. Der ist ja toll. Genauer gesagt, es ist die Verkörperung aller Informationen, die wir zusammen über dieses Relikt gesammelt haben, die sich jetzt in einem Eichhörnchen manifestieren. Verwirrend und niedlich. Aber definitiv ein Ergebnis. Okay, unser Kelch ist Reese, das personifizierte Relikt. Verstehe. Aber das ist ja wieder toll gemacht. Der hat ja auch seine ganz eigenen Relikte. Also unglaublich spannend. Ich will ja wirklich mitarbeiten. Unerwartet. Aber unerwartet ist genau das, wofür Pioniere wie ich geboren wurden. Immer weiter. Für die Forschung. Und alles explodiert. Laborpartner eines Eichhörnchens. Ich konnte endlich die Geschichte zum Leben erwecken. Ich hatte Erfolg. Jetzt müssen wir eure ganz besonderen Fähigkeiten einsetzen. Und weitermachen. Genauer gesagt, eure Fähigkeit, nach draußen zu gehen, ohne vor Angst zu sterben, dann bin ich leider doch der Falsche. Ich kanalisiere meine Magie auf unseren neuen Freund hier und teleportiere ihn so an den Ort mit der höchsten Konzentration resonanter Energie, die mit dem Relikt in Verbindung steht. Ihr trefft ihn dort und wartet auf weitere Anweisungen. Keine Sorge, ihr werdet meine Magie vielleicht nicht ganz verstehen, aber vertraut darauf, dass mein Intellekt uns beide gut führen wird. Okay. Nehmen wir mit. Tada! Und jetzt alle. Tschüss, Reese. Moment mal, habe ich ihn Reese genannt oder war er das selbst? Viel Glück dann. Wir hören voneinander und viel Spaß da draußen wünsche ich. Joho! Hauste rein! Ja, ich hätte ihn eigentlich Reese ausgesprochen, aber dann muss ich wieder an die Tochter von Thrall denken, deren Name ich mir nur über Käse merken konnte. Und darum ist das jetzt Reese, das Eichhörnchen. Wo sollen wir hin? Im Athenium? Wo soll das denn sein? Ach da, Junge, da oben. Lull, ne, ich guck wieder sonst wohin hier. Hallo, ist jemand da? Könnt ihr mich hören? Ja, ich höre dich, Reese, was geht? Aus dem Mund dieses arkanen Eichhörnchens ertönt knisternd die Stimme von Nerobin. Blutorder, könnt ihr mich hören? Hier ist Nerobin. Handschriftenkundiges Genie und leicht agoraphobisch.
Ich nehme an, ihr seid bereit, dieses Tierchen einzusetzen und die verlorenen Geheimnisse der Draktyr-Zivilisation zu lüften. Warum würdet ihr euch sonst mit einem Eichhörnchen unterhalten? Eine Forschungsarbeit für die Ewigkeit. Rhys hier hat einen Heißhunger auf Hinweise. Hinweise auf die Vergangenheit. Genauer gesagt setzen wir meine einzigartige Magie ein, um Energie zu enthüllen und zu analysieren, die mit der gleichen Frequenz schwingt wie unser Relikt. Ihr werdet Rhys zu diesen Hinweisen führen, wo ich ihn dann als Fernknoten einsetze, um diese Energie zu absorbieren. Wenn wir die Energiekapazität unseres Tierchens ausgereizt haben, teleportiere ich es hierher zurück und transmutiere alles in kalte, harte Daten. Rhys zwinkert euch zu, wie seltsam. Okay, harte Datenzwinker, Bro. Ich distanziere mich. Der erste Punkt auf der Tagesordnung ist... Okay. Ja, ich glaube, der Zauber gerät so leicht außer Kontrolle. Tja, sie waren vielleicht nicht sehr modisch, aber jetzt können wir all den Kopien zu den Hinweisen folgen. Sehr gut. Na, ich finde die schon sehr modisch, muss ich sagen. Hinweissucher. Okay. Ja, dann wuseln wir mal sicherlich zu den leuchtenden Stellen, oder? Oh, ich spüre in der Nähe eine große Menge Daten. Die müssen wir absorbieren. Frag mal Kratos, ja. Mit dem Eichhörnchen. Wie hieß es? Ratatüsker? Irgendwie so haben wir es, glaube ich, ausgesprochen, ne? Ja, okay, er hat sie wieder absorbiert. Das erinnert ja an die Otter, die wir bei den Ausgrabungen haben. Da hatten sie Bock auf dieses Asset. Aber immerhin ein Erfolg. Es hat ganz den Anschein, als würden wir durch die Absorption kleinere Exemplare wie diesen winzigen Datenfragmente erhalten. Achso, von diesen winzigen Exemplaren. Ja, richtig, die absorbieren wir und ich laufe völlig falsch. Perfekt. Junge, wie viele gibt's davon, wenn ich jetzt erst 18% habe? Wie viele hat er hier ausgekotzt gerade? So pflanzen sich Flughörnchen übrigens fort, ne? Die fangen einfach random an, ihren Nachkommen auszukotzen. Und dann wird er eskaliert. Sehr schön. Ja, ziemlich dämliche Quest, so mag ich das. Und natürlich auch die Erklärung dafür, wie diese Problematik zustande kommt bei der Ausgrabung. Seht ihr dieses Prachtexemplar, das da herumspringt? Versucht es einzufangen. Okay. Saftigen Hinweis erhalten. Schlürf. Oh ja, viel mehr Information als bei den Kleinen. Glaube, ich gewöhne mich an dieses Gefühl. Aha. Ich wette, diese Eichhörnchen-Projektion ist voller spannender Daten für die Analyse. Aber wie geil, dass er einfach so ein Forscher ist und es tatsächlich geschafft hat, seiner Arbeit jetzt nachzukommen. Ich meine, ja, er braucht einen Assistenten, aber er benutzt dann diese Magie-Knotenpunkte und macht gerade im Grunde Homeoffice, ne? Das ist schon ziemlich fresh, hör mal. Oh, dich nehmen wir auch noch mit hier. Whoop. Einmal zum Schlürfen. Schön doof. Aber toll inszeniert. Wir haben da mal was vorbereitet. Hier sind auch noch welche. Sehr schön. Euch nehmen wir auch noch mit. Bup. Und dann haben wir's. Rhys ist voll beschäftigt. Kommt ins Büro. Er ist voll beschäftigt, Bro. Der Analysekelch. Okay, das war's schon. Das war's schon. Ja, perfekt. Dann zurück ins Büro. Meine Rede. Rhys steckt voller Daten. Informationen transmutieren. Lässt Rhys alle zum Relikt gesammelten Hinweisinformationen transmutieren, damit Nerobin sie analysieren kann. Okay. Transmutation. Hui. Oh boy, okay. Rhys wird nun alle Hinweise, die ihr gesammelt habt, auf das Relikt übertragen. Das wird wundervoll magisch. Hm, ist das widerlich? Ich kann mich nicht entscheiden. Aber kommt doch rüber zu diesem Folianten archivierter Forschung, um die Früchte eures nicht zu geringen Beitrages zu meinen genialen Errungenschaften zu sehen. Seinen genialen, ja, mehrere und nur seine, das ist völlig klar. Foliant archivierter Studien zu Reliktfunden. Eigentum von Nerobin, schön groß und fett. Sehr gut. Das habe ich mir schon gedacht. Unser Familiar ist kräftig, aber er kann nur eine begrenzte Menge resonierender Reliktdaten tragen. Es sieht so aus, als würde ich euch und eure beneidenswerten Fähigkeiten da draußen bald wieder brauchen. Trübe Strudel aus Tinte. Boreanos mit dem ganzen Jahr. Dankeschön, Dankeschön. Trübe Strudel aus Tinte verhöhnen eure mangelhaften Bemühungen bei der Suche nach Hinweisen. Ihr werdet beim verlorenen Athenium weiter mit Nerobin arbeiten müssen, um diese Seiten zu füllen. Achso.
bei Igiras Wacht, beim Blick von Neltarion. Oh, das ist ein kleiner Ausblick auf das, was noch kommt. Ja? Vielleicht jetzt, Nerobin? Ich bin völlig verblüfft und ein wenig beeindruckt, dass ihr keinerlei Anzeichen von Scham gezeigt habt, als ihr ein fliegendes, durchscheinendes blaues Eichhörnchen eskortiert habt. Bemerkenswert. Bravo. Fürs Erste bitte ich euch, diese Belohnung anzunehmen. Wenn sie euch nicht genügt, schreibt dann die Akademie und beschwert euch über meine jährliche Besoldung. Und bereitet euch auf weitere Exkursionen im Namen der Handschriftenkunde und in meinem vor. Zurück ins Hauptquartier. Edward hat euch in unser Hauptquartier zurückgerufen, nachdem ich mit euch fertig bin. Ich meine mit diesem Experiment. Ich bin sicher, es geht um Prunk, Sachlage, Belohnung und dergleichen. Wenn euch irgendetwas davon anspricht, solltet ihr euch beeilen, bevor er all seine Geschenke an die anderen neuen Rekruten verteilt. Ich werde hier bleiben und untersuchen, ob regelmäßige Fütterungen oder Spaziergänge zu Reeses Bedürfnissen zählen. Ja, safe. Arkane Eichhörnchen, die sind da leider nicht besonders pflegeleicht, ne? Ihr trieft ja geradezu vor historischem Wissen, Blutäuter. Und natürlich vor Matsch. Roska und Senata dachten, ihr würdet nur wegen des Goldes mitmachen, wie alle anderen. Aber nicht ich. Ich hielt euch für... nein, doch nicht. Ich dachte tatsächlich auch, ihr wärt nur wegen des Goldes hier. Aber vergesst das. Seht das als einen Beginn eurer Geschichte als Archivar von Azeroth. Willkommen im Team. Endlich Archivar. Ihr habt euch also eingearbeitet. Ihr habt euch die Hände schmutzig gemacht. Ihr habt die Geschichte gekostet. Warum feiern wir diesen glorreichen Moment des überdurchschnittlichen Erfolges nicht mit einer Kappe? Ganz richtig, nehmt dieses Geschenk unserer geschätzten Versorgerin Arista. Sie wird euch gerne eine unserer Allzweckkappen überreichen, damit jeder eure Beförderung zum Archivar sofort sehen kann. Ich kriege eine Kappe. Okay, Berufskleidung. Ah, hier oben. Mit einer Extramünze. Das Initiationsabzeichen der Archivare von Azeroth. Ein Abzeichen von Edward, das euren offiziellen Status als Archivar von Azeroth belegt, tauscht es bei der Versorgerin gegen eure Kappe. Geil. Ich habe die Macht und diese Kappe. Geil. Auch richtig schön räudig und klein auf dem Taurenschädel. Hahaha. Fantastisch. Ungeachtet irgendwelcher Einschätzungen eurer aktuellen Eignung, kann man sagen, dass ihr zumindest ausseht wie ein Archivar. Na dann, meine Kollegen verlangen wieder nach euren Talenten. Trödelt nicht. Oh, es geht direkt noch weiter. Roska und Senata haben neue Orte für eine Untersuchung entdeckt. Sprecht mit ihnen, was Beschreibungen und Einzelheiten angeht. No way! Wenn ihr bereit seid, ja. Technoseen, Igiras Wacht. Von allen Orten deuten meine Sensoren ausgerechnet auf einen interessanten Ort in der Zaralek-Höhle hin. Bringt auf diese Exkursion am besten eine Waffe mit. Meine ersten Untersuchungen deuten auf die Anwesenheit von Lava und Jaradin. Oh. Und Drachenschädelinsel. Ich habe meine Sensoren auf Relikte der Draktür eingestellt und habe einen neuen Ort für unsere Untersuchungen vor der östlichen Küste der verbotenen Insel markiert. Die hiesigen Drakoniden nennen ihn die Drachenschädelinsel. Ominös, oder? Ihr habt doch keine Angst, oder? Nein, nein, nein. Ausgrabung, Blick von Neltarion. Ein Neffenkollege von mir hat mir Untergrundinformationen über einen unterirdischen Turm gegeben. Er ist verlassen und liegt mitten in der Zaralek-Höhle zwischen Loam, den Jaradin und diesem garstigen Labor von Neltarion. Packt eure Lieblingsschaufel und trefft mich dort. Sitz des Schwingenfürsten. Uraltes Fischerdorf in der Nähe der verbotenen Insel entdeckt. Ein kleines Eiland vor der nordwestlichen Küste mitsamt eigener verfallener Brücke. Ihr findet mich dort, wenn ihr weiter im Dreck buddeln wollt. Wild. Okay, das bedeutet... Buddeln fängt auch an. Dankeschön. Da sind wir. Oben. Auf der Insel. Geil. Und sind wieder bei Roska. Ausgrabung Sitz des Schwingenfürsten. Aha. Bluteuter, ihr habt es geschafft. Die Seeluft macht einen richtig wach. Untersuchung des Abhangs. Nichts bringt einen besser in die Stimmung zum Graben wie eine steife Meeresbrise. Wir stehen hier in den Ruinen eines uralten Fischerdorfes der Drachkin. Diese Drachkin waren die Vorfahren der blauen Drachkin, die heute auf der Insel leben.
Es ist nicht unbedeutend, aber durch seine abgelegene Lage blieb es relativ unberührt von Schatzjägern. Wenn es hier etwas gibt, das sich das Meer noch nicht geholt hat, werden wir es finden. Okay. Mit diesem Kerl sollte es kinderleicht sein, sich an der Klippe zu bewegen. Ha! Gebt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ja klar. Let's go. Was sagt ihr? Sollen wir den Ort etwas zum Erdbeben bringen? Das ist so ein bisschen ihr Catchphrase, ne? Da wartet sie jeden Tag nur auf ihren Einsatz. Schön. Ja, nette NPCs mit Persönlichkeit, die aber nicht auf den Sack gehen. Also das weiß ich immer sehr zu schätzen. Und auch Elementare mit Hut als Begleiter, muss ich sagen, finde ich gut. Sehr schöne Questreihe auch hier. Zwar deutlich länger, als ich erwartet habe. Aber das ist auf keinen Fall was Negatives, möchte ich meinen. Und das ist direkt ein richtiges, ne? Wir müssen sofort arbeiten. Warte mal, Elementar ermächtigen? Böp. Ja, da wird einmal schön rangewuselt. Und dann können wir jetzt... Und eben waren hier Wasserwirbel. Mit denen konnten wir den Wind beruhigen. Aber mit ein bisschen Glück brauchen wir die gar nicht. Oh, 70, 80, come on. Ja, das sah gut aus. Hat funktioniert. Okay. Das war merkwürdig. Fischgräten. Übersät mit drakonischen Gebissabdrücken, als ob jemand wirklich jeden Bissen genossen hätte, Junge, und dann bis in die Gräte reingemampft, oder was? Ja, let's go. Wieso denn nicht? Hier ist der nächste Durchfallpunkt. Boop. Eimer Totem. Ja, und auch hier jetzt nicht so viele, die sind jetzt alle beim Event, ne? Das heißt, wir können jetzt in Ruhe graben. Oh, na gut. Vielleicht auch nicht. Was kriegen wir? Ah ja. Da sind wir wieder, aber wir können erstmal ein bisschen buddeln. Dicke 10%, dann machen wir hier erstmal Totem an. Weil wir brauchen ein bisschen Wind fürs Gleichgewicht, ja. Und wenn wir jetzt aber ähnlich schnell wie gerade sind... Oh nein, da ist ein anderer. Oh nein, grab woanders, ihr Miesen. Come on, we can do it. Ja, ein Glück. Oh boy. Das hätte wieder kurz in die Hose gehen können. Fischernetzfragment. Dieses Stück Netz wurde dutzende Male zerfetzt und wieder geflickt, bevor es endgültig eingemottet wurde. Toll, einfach auf den Boden geschmissen. Das Umweltnetz. Jetzt fehlt mir aber noch der große Fund. Wo soll der denn sein? Dann lass mal sehen. Oder unten, warte. Ah, er ist runtergefallen mit der Brücke. Oh, hier ist das Ding. Okay, lul. Ja, hätte man auch drauf kommen können. Na denn, großer Fund. Bitte nicht schon wieder eine Leiche, die hier begraben ist. Aha, was bist du? Das Fass an der Klippe. Das Fass ist salzverkrustet und unter Schutt begraben, aber erstaunlich unbeschädigt. Es sieht nach einem alltäglichen Behälter aus, in dem die Dorfbewohner Waren gelagert haben, aber hier hat seit Tausenden von Jahren niemand mehr gelebt. Könnte da noch was drin sein? Roska wird es bestimmt sehen wollen. Jo, nehmen wir mit. Und ich muss ja nicht mal buddeln. Also sie kommt ja wieder selber. Ja, werde ich mich nicht dran gewöhnen, Mann. Das ist ja der komplette New Shit. Ja, Untersuchung. Roska pfeift beeindruckt. Wir haben dieses Freundchen gerade rechtzeitig gefunden, was? 100 Jahre später und er wäre Fischfutter. Sprecht mit ihr, um die Ausgrabung zu beginnen. Ja, wer lesen kann, ist wieder im Vorteil. Wollt schon sagen, wenn sie hier steht. Trocknet dieses klatschnasse Ding mit dem Totem. Einmal den Trockner anwerfen hier. Wupp. Jawohl. Dann gehen wir erstmal ins Gleichgewicht. Sehr gut. Dann können wir ein bisschen ackern hier. Ja, aber das geht sehr langsam. Da werden wir nicht auf Dauer ohne Wasser mithalten können, nehme ich mal an. Bisschen durchsplashen, aber das funktioniert hier irgendwie nur halb so gut, wie ich es gerne hätte. Ich soll es anklicken. Ey, ne, ich dachte, durchlaufen reicht wieder wie bei den Pfützen. Wir müssen es anklicken. Dann schaffen wir es vielleicht doch noch. Ja, mehr Wasser. Come on. We can do it. Mehr Wind. Oh, let's go. Wieso ist das noch aktiv? Ich habe so lange gebraucht gerade. Es ist noch nicht despawned. Oh, the dream? Ey, das war ja gar kein Problem. Ich dachte, weil das hier so schräg ist, triggern die Winde nicht richtig. Aber doch, man muss sie anklicken. Nicht nur ist dieses Lager intakt, es ist auch mit etwas anderem gefüllt als Meerwasser. Stellt euch vor, wir finden darin Ur-Ur-Ur-Omas Marmeladenrezept, das seit Tausenden von Jahren verloren war. Ja, die Leute hier werden das lieben. Ein Vorgeschmack der Vergangenheit. Normalerweise versuchen wir, es zu vermeiden, Artefakte aufzubewahren. Aufzubrechen, oder? Warte mal. Aufzubrechen.
Aber ich glaube, in diesem Fall können wir mehr vom Inhalt über die Vergangenheit erfahren, als wenn wir nur ein versiegeltes Fass anstarren. Allerdings brauchen wir dazu erst die Genehmigung einer bestimmten Person. Immerhin geht es hier um ihre Geschichte. Ich glaube sogar, dass sie die einzige Person ist, die persönliches Interesse an diesem Fund haben könnte. Ich werde das die Klippe hochbringen. Fragt ihr doch Arzrenosch Hagelstein, ob sie zusehen möchte, wie wir es aufbrechen. Okay. Hagelstein. Da hinten? Nee, das ist wieder Technoseen, Junge. Da drüben. Da sollen wir informieren. Okay, okay. Junge, blau und unauffällig. Okay. Dieser Ort hat sich verändert. Es sind die gleichen Gebäude, aber die Leute, die Drachen. Habt ihr euch an die Welt gewöhnt? Warum seid ihr bei den Heilschwingen? Wir erinnern uns an diese Storyline hier, ja, auch schon ein bisschen her. Teilt eure archäologischen Funde. Also gut, ich schätze, dass ich einen Blick darauf werfen könnte. Außer mir würde es wohl keiner wissen. Würde es helfen, wenn ich mitkomme? Ja, ich denke, das würde helfen. Dann machen wir uns gleich auf den Weg. Trefft uns dort, Bluteuter. Okay, sie hat das Fass vermutlich nicht ganz so weit geschleppt, oder? Nee. Dass wir diesen Ort einst unser Zuhause genannt haben, aber seit tausenden von Jahren niemand von uns hier gewesen ist. Hey, da ist unser Ausgräber der Stunde. Knacken wir das Ding, dann wird's eine ordentliche Heimkehr. Ist das saubere archäologische Arbeit? Normalerweise nicht, aber wir werden mehr erfahren, wenn es offen ist. Okay. Wir hauen also einfach drauf, oder was? Na gut, für die Archäologie! Das scheint Honig zu sein. Uralter blauer Honig? Aha, an diesen Klippen sind einst überall blaue Lilien gewachsen. Ich frage mich, ob der Honig noch gut ist. Honig ist bekannt dafür, unter den richtigen Bedingungen ewig haltbar zu sein. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Im schlimmsten Fall könnt ihr einen verdorbenen Magen sicherlich heilen. Ja, ich spring da rein in das Fass, Junge. Blauer Honig? Let's go. Deswegen machen wir das, was? Die Leute in Verbindung mit ihrer Vergangenheit zu bringen, ihnen das Gefühl zu geben, Teil von etwas Größerem zu sein. Es ist leichter zu wissen, wohin man will, wenn man weiß, woher man kommt. Schön. Honig war unerwartet. Salzig. Oh, besonderes Aroma durch die Nähe zum Wasser, ha? Okay. Salziger Honig. Warte, das ist alles? Mehr Statements gibt's nicht? Nein, sie gehen for real. Oh wait, war anscheinend so salzig, dass sie kurz aus dem Leben gefailt ist. Na gut, blauer Honig. Sieht ein bisschen sehr flüssig aus. Aber gut, es gibt ja auch viele verschiedene Honigsorten. Interessant. Okay, jetzt wissen sie, wie die Vergangenheit schmeckt. Hm? Dann können wir gleich rüber zum Technoseen auf der Drachenschädelinsel. Das war die erste Quest von unserer zweiten Freundin, wenn man so will. Jawohl. Meine Sensoren schlagen aus, wenn sie Höhleneingänge in der Nähe erkennen. Was wir suchen, befindet sich bestimmt darin. Das Schicksal von Schuppenkommandant Arberes. Unseren Kollegen zufolge wurden in dieser Höhle angehende Schuppenkommandanten geprüft. Oh. Entschuldigt. Entweder wurden sie hier geprüft oder beigesetzt. Die Prüfungen waren so schwer, dass es meistens aufs Gleiche hinauslief. Wir suchen nach einem uralten Schuppenkommandanten, der in unseren Aufzeichnungen als die spaltende Klinge bezeichnet wird. Ein vielversprechender junger Drakteur, dessen Zukunft irgendwo in der Nähe dieser Höhle abrupt ein Ende fand. Vielleicht finden wir heraus, wie seine Geschichte endet. Aha. Setzt die Brille auf und aktiviert den Seher-Modus, um mit der Suche zu beginnen. Yo, und dann mussten wir erstmal wieder bisschen Archäologie-Style uns annähern. Glaube ich, müssen wir in die Höhle rein, oder? Kann das sein? Ja, da scheint auch das Questgebiet markiert zu sein. Dann wuseln wir doch mal. Oh, guck mal hier, die Dudus, Junge. Schön mit den Speed-Ups, stabil. Und so richtig anspringen tut ja aber noch nichts. Ah, jetzt hier, ja. Unsere Freudentropfen, die bringen uns in die richtige Richtung. Das ist sehr, sehr schön. Ja, und hier bei den Knochenhaufen. Oh, es macht sogar Geräusche. Klingt ja wie in so einem U-Boot, Junge. Wild. Und das ist auch so ein gescheiterter Schuppenkommandant. Ja, Arberes. Da ist er einfach im Dreck, Junge. Elementarüberfluss. Da liegt er hier als Knochen. Scheiße. Wir haben ein Fernrohr. Okay, Fernrohr nehmen wir schon mal mit.
Dann sind die anderen sicherlich auch in ähnlichen Abteilungen. Ja, krass, wieder Draktyr-Historie, ne? Deswegen kamen wir gerade überhaupt darauf zu sprechen, dass Glutal sogar keinen Auftritt hier hatte. Aber sie soll wohl beim Aha oder bei den Handwerkern noch eine Dialogoption haben, die wir vorhin wohl übersehen haben. Müssen wir nachher nochmal dran denken. Wo ist er hin, der weiße Freund? Da geht er oben rein. What? Hier vielleicht rum, wa? Da oben rein, hier wieder runter. Ist es so ein Ding? Ja, könnte sein. Ah, guck mal, perfekt. Weil das ist ja schon sehr interessant, wie das unter Neltarion in den Draktyr-Rängen so ablief. Na, da wurden keine halben Sachen gemacht. Eine schartige Klinge haben wir noch gefunden. Das war Hinweis Nummer 2. Und das nächste, das ist dann vermutlich da oben in diesem Sackteil drin. Ja, ja, ich höre es schon. Ping, ping. Ey, ist wirklich wie hier unter dem Meer, Junge. Ist, wenn so ein Wal mit dir kommuniziert. Wo müssen wir hin? Darüber? Dieses Ding sieht verdächtig aus, aber nein. Das ist eher ein anderes Relikt. Wir müssen mit Sicherheit hier rein, oder? Müssen wir nicht? No way, das ist auch ein anderes Relikt. Lass mich verarschen hier von den Wegen. Dabei sind das gar nicht die richtigen. Muss ich doch hier rüber? Nee, ist auch falsch. Wo will er mich haben? Da? In diesem Haufen? No way, ist das die Antwort. For real? Oh, das ist ja unscheinbarste Option jetzt gewesen. Gut, dass wir die Brille haben, ne? Noch eine Klinge. Sehr gut. Dann, der Bär musste auch hier suchen. Guck mal, der ist auch erst in alle anderen Richtungen, dachte sie. Hä? Wo ist der Scheiß? Ich flippe aus. Aber wir haben es. Gar kein Scheiß. Hallo? Sind wichtige Relikte. So ein Ding ist das. Und dann können wir wieder raus und jetzt sicherlich mit Hilfe dieser Teile, wenn sie denn demselben gehörten, auch wieder über unsere fancy Brille diese Vision der Vergangenheit entfesseln. Aha! Gebt her, dann kalibriere ich eure Brille. Ohne Ehre. Gut, die Brille sollte kalibriert sein. Sieht aus, als wäre der Zusammenflusspunkt direkt hier auf dem Vorsprung. Was wohl mit ihm geschehen ist? Hier auf dem Vorsprung? Ah, da, ja. Das ist aber merkwürdig, ja? Nexuspunkt erreicht. Brille aufgesetzt. Und dann einmal Beobachtungsmechanik. Bup, da ist er. Auch mit einer schicken Axt. Aberes. Endlich ein Moment zum Ausruhen. Der Erdwächter verlangt, dass ihr sterbt, Draktyr. Was? Oh. Junge. Okay. Boy. Die haben ihn mies auf den Sack gegeben, ne? Holy shit. Zenata blickt ernst in die Ferne. Streitkräfte des Erdwächters verfolgen eine der ihren, was sie wohl vorhatten. Die versteckte Hand. Gerade in dem Moment, als er alleine war, sie müssen ihn unbemerkt aus der Nähe beobachtet haben, könnt ihr die Höhle am anderen Ufer überprüfen? Diese Flunker sind berüchtigte Horter. Wenn die Drakoniden etwas zurückgelassen haben, könnte es immer noch dort sein. Ja, maybe hat dieser Kommandantenanwärter versucht, sich gegen die üblichen Anweisungen zu stellen? Hat versucht, was anders zu machen? Hat sich gegen die Grausamkeit aufgelehnt oder so? Ist dann overall nicht so gut gelaufen, muss man sagen, ne? Ist dann eher so Kategorie, geht so. Ah ja, jetzt soll ich hier die Schatzhaufen durchsuchen. Okay. Veluro mit der 51. Dankeschön, dankeschön. Das tut mir jetzt aber voll leid, die armen Frösche, Mann, die horten hier ein bisschen Gold. Wir haben einen Schriftrollenbehälter. Ein Papierfetzen. Das zerfletterte Pergament dieser Schriftrolle zerfällt bei Berührung. Sympathisch. Da oben sitzt noch einer. Ja. Und hier vorne. Was haben wir da? Der ist schon tot. Oh, der ist direkt aus Prinzip umgefallen. Der wusste, besser wird's nicht mehr. Noch eine zerfledderte Rolle. Und noch eine zerfledderte Rolle. Das bedeutet... Ah ja, hier ist eine Höhle noch, ne? Sie meinte ja, in der Höhle könnte es interessant werden. Aha! Ja, moin. Ach, guck mal. Er singt da für die anderen. Der hat bestimmt... Das Wichtigste hier gehortet, oder?
Das ist ja insane. Der Froschchor, Junge, hat sich jetzt schon mal gelohnt, der Ausflug. Gefällt dir das, wenn ich das klaue? Juckt ihn gar nicht. Die sind so mit Singen beschäftigt. Das ist toll. Boah, eine riesige Perle hier, ey. Da kommt bestimmt Achara rausgeschlüpft. Aber Achara, wir haben jetzt keine Zeit für dich. Wir müssen Schriftrollen suchen. Wir müssen das Erbe eines Direktürschuppenkommandanten aufdecken. Das ist wichtiger. War bei dir aber auch verbuggt. Hab die Quest dann abgebrochen, nochmal neu angenommen. Dann warst du bei einer Rolle dabei. Das ist ja schade. Dann danke ich dir für deine Erfahrung. Dann bin ich mir nämlich auch ziemlich sicher, dass wir hier leider genau dieses Problem haben und Papierfetzen. Das wäre natürlich geil. Hey, direkt beim zweiten. Oh no, wenn es jetzt im ersten gewesen wäre. Aber zweites ist auch okay, ja. Anweisungen für Neltarion-Agenten. Diese uralte, stark beschädigte Schriftrolle trägt Neltarions Siegel. Damn, boy. Erledigt jeglichen Drakteur-Aspiranten, bevor er die Prüfungen abschließen kann. Nicht einmal mein eigener Drachenschwarm soll davon ausgenommen bleiben. Nichts wird meiner Schöpfung im Weg stehen. Oh. Das ist eine klare Ansage vom Chef, oder? Holy shit. Kanalbrille habe ich nicht bekommen. Hab zwischen 50 und 100 Mal geangelt, hatte ich kein Glück. Hatte ich dann erstmal keine Lust mehr. Habt ihr die Höhle überprüft? Was habt ihr gefunden? Neltarion schickt Agenten aus, um die Anführer der Draktür zu eliminieren? Zu welchem Zweck? Ich weiß nicht, was diese Schöpfung war, aber alles, was Neltarions dunklen Plänen entstammt, sollte genauer untersucht werden. Mhm. Die waren anscheinend eine Gefahr für seine Pläne. Aber an der Stelle ist auch diese Quest schon wieder vorbei. Hör mal, das ist ja unerhört. Immer wenn es spannend wird, hauen die uns erstmal einen Blocker rein. Unfassbar. Was hatten wir denn noch? Ausgrabung beim Blick? Untersuchung des Turms. Seht euch nur diese Felsformationen an. Besser als das werden Untersuchungen nicht. Dieser Turm steht hier seit Ewigkeiten. Nachdem die Drachen verschwanden, fand eine Gruppe von Niffen-Banditen Unterschlupf in den Ruinen und räumte alles von Wert aus. Aber sie ließen eine Menge Müll zurück. Stellt euch nur vor, was wir durch einen Haufen Müll alles über die Niffen erfahren könnten, sobald wir anfangen zu graben. Dieser dralle steinige Kerl sollte dabei helfen, Dinge aus dem Geröll zu rütteln. Gebt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid zu graben. Nice. Jetzt haben wir langsam alle Elementare durch. Hast du auch eine Mütze? Hat er auch. Perfekt. Ein kleiner Hut. Der steht ihm gut. Besonders viel ist ja auch nicht los. Das ist wiederum ein gutes Zeichen für uns. Aber, ah ja, hier ist der Durchfall. Sehr gut. Die Erde kackt und wir sind zufrieden. So ist es mit der Natur. Und was kriegen wir? Oh, gleich was Dickes. Aha, und wir haben Lavaschleimlinge. Na gut, wir tryharden erstmal rein. Schön die Erde kanalisieren. Wir hacken ein bisschen. Oh, es geht aber schnell in Richtung Erde. Bruder, ging das gerade schnell in Richtung Erde. Ich glaube, das kriegen wir nicht ausgegraben, oder? Bevor das umschwenkt. Boah, hat noch gezählt, glaube ich. Na, aber rannte Kante hier, wa? Sehr gut. Verkohlte Schneckenhäuser. Die Überreste von Kräutern suggerieren, dass die Schnecken in der Schale über einem Feuer geröstet und anschließend verspeist wurden. Lecker Schnecki, Junge. Das verleiben wir uns schön ein. Aber wo wollen sie mich haben bei den Ausgrabungen? Näher an dem Turm? Hier oben drin haben wir ja auch eine Durchfallfontäne. Hier wird schon gegraben, aber hier ist bestimmt eher das Finale. Hier waren wir ja, meine ich, auch mit den Entdecker-Dudes rund um unseren Veritistras, der hier eine sehr schöne Quest hatte. Dann sind wir aber erstmal unten. Junge, diese langbeinigen Lavaschreiter-Viecher, die sind auch so schnell in Vergessenheit geraten, wie sie gekommen sind, oder? Junge. Oh, wer bist du? Aufgebrachtes Magma. Nee, das ist falsch. Du bist aufgebrachtes, hält jetzt die Schnauze. Ja, da kann man aber durcheinander kommen. Das ist gar nicht schlimm. Beim nächsten Mal klappt das wieder ein bisschen besser für ihn. Und da ist noch so ein Fontänchen. Ja, höre ich mich immer an wie Horst Lichter, Junge. Schönes Henlockärtchen graben wir aus. Let's go. Dödö, das ist wieder nur ein Stein, oder? Bro, es ist wirklich jedes Mal nur ein Stein. Sie hatten halt nicht mal Bock, irgendwas Neues, Eigenes noch mit reinzubringen. Wir graben wirklich immer irgendeinen Scheißstein aus, der einfach derart unwichtig ist. Perfekt. Aber hier müsste wieder der Real Deal sein, oder?
Ah ja, guck mal, na dann, liebes Erdelementar, hau mal rein. Lass mal knacken und wenn jetzt kein anderer kommt und hier mit rumfischt, dann haben wir vielleicht wieder Glück. Let's go! Dies war nicht das Werk der Zeit, sondern anscheinend eines oder mehrerer Wurfmesser. Wait, das hatten wir auch schon. Wie viele haben hier mit Wurfmessern gearbeitet? Hatten die vielleicht nichts anderes zu dieser Zeit? Erstmal schön mit den Messern auf die Vase. Ja, moin. Ah ja, und hier ist jetzt die große Fontäne. Der Shadow ist hier immer noch am werkeln. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, ey, aber wir machen mal mit. Let's go. Dede. Oh, damn, boy, was bist du denn? Im Müll verborgen. Diese Drachenstatue ähnelt anderen, die in der Region gefunden wurden, aber sie ist völlig mit Farbe beschmiert. Glotzaugen, Stinklinien, Schnurrhaare und alle möglichen unhöflichen Kritzeleien überziehen den ansonsten beeindruckenden Stein. Die Farbe wirkt alt und blättert hier und da ab, ist aber bei weitem nicht so alt wie die Statue selbst. Roska wird sich das ansehen wollen. Ich warte diesmal, kommt sie wieder angelaufen? Oder muss ich diesmal zu ihr, wo ich mich endlich dran gewöhnt habe? Aha! Sieh an, der pinke Drachenschwarm, genau. Untersuchung des Turms. Roska lacht laut auf. Oh, dahinter muss ja eine verrückte Geschichte stecken. Das heißt, wir buddeln wieder gemeinsam, ne? Beginnen wir. Okay. Jo, Totem planten wir hin. Und dann wird's jetzt wieder ein bisschen kritischer, weil große Ausgrabung dauert ein bisschen länger. Aber wenn die anderen die Füße stillhalten, dann kriegen wir es maybe noch ganz gut hin. Ne? Das heißt, wir warten, wir ziehen durch, solange es geht. Ja, schon mal auf die Hälfte zugehen. Sehr nice, sehr nice. Oh, jetzt wird's ein bisschen lavalastiger. Dann müssen wir nochmal Erde benutzen. Aber eigentlich müssen wir eher Feuer benutzen, oder? Weil so viel Lava ist doch gerade gar nicht. Wir brauchen mehr Lava, wollte ich meinen. Was labert sie? Hä, warum kam jetzt der Feuereffekt, wenn wir fast Erde voll hatten? Bro, es verwirrt mich alles immer noch. Es fühlt sich immer noch echt oft so an, als sollte es nicht so sein. So, hier müssen wir wieder drüber steppen. Perfekt. Dann können wir es jetzt voll machen. Können wir nicht, weil jetzt ist zu viel Lava. Oh no. Come on, Erde, you can do it. Did it. Perfekt. Jetzt aber. Geil. Das letzte Beben hat den Weg frei gemacht. Fangt an zu graben. Perfekt. Ich sag's euch, diese Niffen-Banditen hatten echt Sinn für Humor. Antiquierte Eskapaden. Also, hier sind zwei Faktoren im Spiel, ja. Wir sollten sorgfältig vorgehen und herausfinden, wen diese Statue dargestellt hat. Aber unter uns, mich interessieren viel mehr die Spaßzüge, die es zu diesem Kunstwerk gemacht haben. Ich bin sicher, dass es im schwarzen Drachenschwarm irgendwo in Aberus einen Historiker gibt. Und warum hört ihr euch nicht in Loam um, ob es irgendwelche Geschichten über diese Art von künstlerischer Ausdrucksweise gibt? Okay, das heißt nach Aberus und nach Loam. Na gut, ist ja nicht so weit weg, eh? Zaralek-Höhle. Feier mit dem frischen Prime. Vielen Dank, vielen Dank. Da sind wir, Landeanflug. Hello. Ja, ihr seid schwer beschäftigt, ne? Am wichtigsten ist es, eure Nase auf die Töpferware vor euch gerichtet zu halten. Wir haben Funde. Ah, was für ein Brüller. Meine Großmutter hat mir immer Geschichten von den Borstenbriganten erzählt, als ich noch klein war. Diese Farbe allerdings, das fasziniert mich. Wie konnte sie so lange überdauern? Ich stelle diesen Topf noch fertig und treffe euch dann vor Ort. Okay. Das trifft sich, weil, oh oh, weil wir müssen nach oben. Was steht heute noch auf dem Programm? Die Archivarquests und Rückeroberung von Gineas auf Hordenseite. Die Obsidian-Zitadelle war ein geschichtliches Monument des schwarzen Drachenschwarms. Doch Aberus? Aberus ist eine Fundgrube unerforschten Wissens. Ja, es zu erforschen ist furchtbar und entsetzlich, aber trotzdem faszinierend. Teilt eure Funde. Na, ich verstehe. Nun, da soll noch mal jemand sagen, dass Geschichte nicht spannend wäre. Die Statue könnte allerlei Persönlichkeiten darstellen, falls wir unter all den Verschönerungen überhaupt noch feststellen können, das muss ich mit eigenen Augen sehen. Ich mache mich an die Reisevorbereitungen und treffe euch dann dort. Oh je, Bide, ich fürchte, dass die Details so gelitten haben, dass wir wohl nie erfahren werden, wen sie einst darstellen sollte.
Aber toll, dass ihr es versucht. Diese atemberaubenden Pigmente allein sind schon ein fantastischer Fund, selbst wenn wir nicht wissen, um wen es sich handelt. Wenn ich eine Probe nehmen darf, kann ich vielleicht rausfinden, wie die Niffen früher so unfassbar farbenfrohe Töpferwaren hergestellt haben. Ich bin froh, dass unser Verlust zumindest euer Gewinn ist. Und die Wahrheit ist, jedes Stückchen neues Wissen bringt uns alle voran, so unerwartet es auch ist. Wow, man merkt auch, im schwarzen Drachenschwarm hat sich ein bisschen was getan, hä? Oh, nice. Wir müssen weiter um den Turm herumgraben. Da gibt es noch eine Menge Müllschichten zu durchwühlen. Auch wenn wir nicht wieder etwas derart Spektakuläres finden, können wir hier eine Menge über die Niffen lernen und wie sie lebten, bevor und während die Drachen gingen. Aber ich glaube, vorerst haben wir unser Tagwerk erledigt. Ach schön, noch ein paar neue Anfänge. Und wir schalten auch Weltquests damit frei, ne? Nee, Robin ist ja am Meckern. Das war vorhin. Sprecht mit Schnüffi, da kriegen wir auch Fragmente, Junge. Neue Forschungsweltquests, Ehre. Technoseen, Igiras Wacht. Sie scheinen bereit zu sein, diese Höhle nacheinander zu verlassen. Die Werkzeuge der Drachentöter. Wenn wir einen Drachen verfolgen, sollten wir doch am besten die Jaradin dafür einsetzen, oder? Mal sehen, was wir finden können, Blutäuter. Setzt die Brille auf und aktiviert den Seher-Modus. Das ist so gut, dass sie das jedes Mal dazu sagt. Weil ich bin definitiv jemand, der das schnell wieder vergessen würde. Wo? Einmal raus? Und ansonsten müssen wir wieder unserem Balken folgen. Ja, die Jaradin, oh, die sind noch da. Allein die drei da auf der Brücke, ne? Die standen da immer, wo auch so ein Flöß dran hing. Ist sogar immer noch so. Junge, das habe ich da nie abgebaut bekommen. So wütend jetzt wieder. Wo müssen wir denn gucken? Hier? Was ist es, das wir suchen? Dieses Flämmchen? Nein? Irgendwas, was hier liegt? Wir haben es doch fast. Jetzt müssen wir es doch sehen. Bro, warum leuchtet es nicht? Bin ich so blind? Irgendeine Waffe hier? Abstimmungsrelikte. Das ist gerade leicht merkwürdig. Dass hier nichts triggert? Oder muss ich nach unten in eine Höhle? Könnte auch sein. Aber hier ist halt so ein Waffenregal, ne? Das würde jetzt sehr, sehr gut passen. Aber ich kann nichts anklicken. Muss ich noch näher ran? Ach, unten, warte mal. Auf dem Boden? Ne, hier, der, oh nein. Oh mein Gott, bei dem Schritt leuchtet er. Ey, und ich bin hier gegen die Axt gelaufen. Okay, der Speer, der leuchtet. Boah, das ist ja hier ein halbes Wimmelbild, sag mal. Aber wir haben's. Wir haben's, sehr gut. Der Speer, dankeschön. Dann gehen wir doch hier mal runter, weil das Gebiet zeigt auch darunter. Behalten wir die Brille aufgemountet? Ne, das gönnen sie uns nicht. Boah, das ist aber schon böse hier mit den Jaradin, ne? Das gibt schon sehr, sehr eklige Flashbacks, hör mal. Diese Zone habe ich wirklich nicht genossen, ey. Alles, was mit Jaradin und Eliteviechern zu tun hat. Das war vieles, aber schön war es für mich nicht. So, lass mich raten, ich darf genau hier mitten rein. Ja, na klar. Aber guck mal, wie alleine ich hier bin, ne? Wenn wir an die ersten Ausgrabungen denken. Das ist ja auch geil. Da müssen wir uns dann keine großen Sorgen machen, dass uns irgendwer die tollen Jaradin wegnimmt. Und hier ist es dieser Kebab. Okay. Da stand einfach Kebab, Bruder. Let's fucking go. Dann ist es nur noch eins. Und das ist vermutlich nicht hier unten, sondern möglicherweise dort drüben. Oh, da ist so eine Opfergabe. Die müssen wir mitnehmen aus Prinzip. Da konnten immer die Open-World-Set-Teile drin sein. I need it. I need it, Bruder. Batz, schön mit dem Raid hier rein. Ausgezeichnet. Ja, wahrscheinlich spawnst du jetzt eine halbe Stunde später. Mach einen ruhigen, mein Freund. Oh, guck mal. Tauschsteine, Ehre. Aber unsere Brille? Sie hat gepiept. Ja. Laufe ich richtig? So ungefähr. Hier unten lang. Aber wo willst du mich haben? Es geht hier rein. Wait a minute, hier rüber? Ach, hier bestimmt war, wo die stehen und ihr Ritual machen. Na gut, dann kommen sie ran, werte Freunde. Ich habe heute massive Schläge im Angebot. Nice. Die Weltquest ist leider bei mir verbuggt. Das ist schade, aber wundern tut es uns nicht wirklich, oder? Aber gut zu wissen, also wer da vielleicht auch Probleme hat. Und nein, habe mich verschluckt an meinem eigenen Lachen. Na toll, habe ich auch verdient hier als Hobbyarchivar. Dann haben wir es hier gehört.
Der Patch Day ist wieder real. Wo wollen Sie mich jetzt haben? Hier an dieser Vase? Beschädigte Urne? Oh. Oh. Junge. Was ist denn jetzt los? Wütende Geister. Oh nein. Oh nein. Aber ich bin hier richtig. Was ist es jetzt wieder? Das hier auf dem Boden? Tatsächlich. Das Schuppenmesser. Dieses kleine Kackding, da ist es. Scheiße. Na gut. Aber wir haben es gefunden. Perfekt. Bis zu diesem Punkt hat es keiner ausgehalten, ja. Die haben alle gedacht, scheiße, Mann, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und dann sind wir hier drüben. So, perfekt. Wieder zurück in der Höhle. Chris, hi. Die Werkzeuge haben wir. Gebt sie her, dann kalibriere ich die Brille. Ein unerwarteter Vorschlag. Tuska-Artefakte unter der Erde, tief im Jaradin-Gebiet. Wenn wir dies nicht selbst gefunden hätten, würde ich es nicht glauben. Was denkt ihr, haben die hier unten gemacht? Gut, der Nexus-Punkt scheint direkt hier in der Höhle zu sein. Gehen wir der Sache auf den Grund. Na dann. Dödö. Gehen wir in die Brille rein und sagen Beobachtungspunkt. Tuska hier unten. Klingt erstmal sehr seltsam, aber da ist er. Ein Händler. Oh nein, haben die geschlachtet und die wollten nur handeln? Tuska, was habt ihr zu handeln? Oh, nur eine Auswahl der besten Fischer aus unseren eigenen Flüssen. Und im Gegenzug die Harpunen, die sich als so effektiv gegen die Drachen da oben erwiesen haben. Diese Fische werden nicht genügen. Wait, what? Was für Harpunen, Bruder? Wie aufmerksam, das ist nur eine Probe. Wir garantieren genug Fisch, um euren Bauch so rund zu bekommen wie meinen, wenn ihr es wünscht. Bro! Im Gegenzug die Harpunen, die sich als so effektiv gegen die Drachen da oben erwiesen haben? Die Tuska haben einfach die Drachen runtergeböllert. Junge! Okay. Das sind einfach komplett die Killermaschinen gewesen, ne? Bis die Drachen sie auch ein bisschen beruhigt und gesammelt haben. Da haben die Tuska, das ist ja unglaublich spannend, mit den Jaradin gehandelt. Wow! Krass! Tuska und Jaradin, die miteinander handeln. Ich frage mich, wie lange das gehalten hat. Ja, wenn ich das hier so sehe, wenn das die Handelshöhle war, nicht so lang, wa? Schuppen voller Harpunen. Die Jaradin haben Harpunen mit den Tuska gehandelt. Ich schätze, Fischer-Harpunen sind nicht sehr effektiv gegen einen Drachen. Die Jaradin haben Harpunen mit den Tuska gehandelt. Immer wieder jetzt. Meine Maus hat heute so einen Doppelklicker, ne? Hatten wir häufiger. Das ist ja frech. Wo neue Maus? Wie groß, glaubt ihr, war die erste Lieferung? Seht in der Nähe der Rüstmeisterin der Zakali nach, ob sie irgendwelche alten Aufzeichnungen besitzt. Ja, ich meine, um so einen Jaradin-Satz zu bekommen, da müssen die schon ein bisschen mehr angeln. Ah, hier, Rüstmeister. Ja, weg von meinem Essen. Nicht so. Ja, den nehmen wir auch gleich noch hier. Wir wollen doch nur wieder rumstressen, die ollen Räudigen. Und da haben wir eine uralte Bürgschaftstafel. Na, immerhin haben sie die aufgehoben, hm? Mal gucken. So. De Bürgschaft. Was steht denn drauf? Chris de Burg war hier. Diese verwitterte Tafel ist bedeckt in Jaradin-Schrift und veranschaulichenden Schnitzereien. Genauso brauche ich meine Bilderbücher. Aber bevor wir die lesen, muss ich erstmal verkaufen, weil mein gut sortiertes Inventar ist schon wieder am Überquellen hier, Junge. So viel Loot heute. Ach du Scheiße, Bruder. Ach du Scheiße, weil wenigstens ein paar Plätze hier freiräumen, ja, muss reichen, ne? Handschuhe hier, du kannst weg. Du bist noch eine Rufmarke. So, jetzt können wir lesen. Wunderbar. Das ist ja richtig viel. Wow, halbes Tagebuch. Im oberen Bereich der Tafel befindet sich eine beeindruckende Nachbildung, die eines Tuska, einen Fischhaufen und einen Berg aus Jaradin-Speeren darstellt. Eine Nachbildung mit einem Tuska-Fischhaufen und einem Berg aus Jaradin-Speeren? Ja gut, das wird dieser Handel sein, ne? Solange die Speere jetzt nicht in dem Tuska stecken, wird das der Handel gewesen sein. Und der war offenbar erfolgreich. Mhm. Ja, das ist gut für die Tuska und auch gut für die Jaradin, aber war dann echt schlecht für die Drachen in dem Moment, wa? Nun ja, zurück zur Höhle. Und wenn ich den Pfeil sehe, ne, dann schrei ich innerlich, aber dann schrei ich innerlich. Ich weiß, dass die Jaradin normalerweise nicht für sorgfältige Aufzeichnungen bekannt sind, aber da muss irgendwas zu finden sein.
Ihr seid zurück mit guten Nachrichten, wie ich hoffe. Dann wollen wir mal sehen. Wie es scheint, war die Sperrlieferung recht groß und wurde schnell transportiert. Wofür, meint ihr, brauchten die Tusker diese Waffen? Ja, je nachdem, wann das war, ne? Also Drachen waren ja auch nicht immer die netten Boys and Girls, mit denen wir hier so kooperieren. Oder je nachdem, mit welchem Schwarm du dich anlegst, ne? Zurück ins Hauptquartier und wieder neue Weltquests auch dazu. Ehre. Zurück ins Hauptquartier, erneut. Ihr habt großartige Arbeit geleistet. Es besteht kein Zweifel, ihr seid in der Tat ein echter Archivar von Azeroth. Trefft uns in unserem Hauptquartier in Tal'Drassus. Edward möchte all eure wertvolle Arbeit und Erfolge für unsere Gruppe festhalten. Nice one. Na dann. Zurück zum Hauptquartier. Aber sehr cool gemacht, dass die Storys dann quasi noch ein bisschen weitergehen. Also, ich schätze mal mit weiteren auch festen Quests, aber auch über die Weltquests, ne? Dass man quasi so ein bisschen was tut. Das ist schon ganz nett eigentlich. So, dass man nicht so klare Cuts hat in allen Bereichen dieser Storylines, sondern einfach das Gefühl bekommt, ja, da kann ich noch was machen, sei es dann für den Farm von Fragmenten oder sei es für das Feeling, das schwingt ja dann schon nebenbei auch immer weiter mit, ne? Ausgezeichnete Arbeit, Blutäuter, wirklich ausgezeichnete Arbeit. Ich sehe, dass ich richtig lag, euch herzuholen. Ihr besitzt wahrhaftig den Geist eines Archivars. Abschlusstag. Ihr habt euch zu einem guten Mitglied unserer Truppe Buddler gemausert. Zwischen den Städten habt ihr euch mit Roska, Zenata und Nirobin angefreundet und mit dem Großen bei der Ruhestätte des Verräters. Die Geschichte der Dracheninseln war noch nie so erntereif. Hier wird es immer Arbeit und Kameradschaft geben, wenn ihr welche sucht. Wir hoffen, dass ihr euch uns auch auf anderen Kontinenten anschließt. Oh, der Teaser. Das heißt, wenn wir die nächste Finanzierung bekommen. Okay. Wenn wir die nächste Finanzierung bekommen, alles klar. Das heißt, wenn Blizzard ein bisschen was locker macht, ja? Lasst euch Zeit, Blutäuter. Wir würden euch gern alle persönlich gratulieren, das ist ja sweet. Naja, so persönlich wie Nirobin das eben kann, ne? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, woher ihr stammt, welchen Beruf ihr erlernt habt oder welche Süßigkeiten ihr am liebsten mögt. Doch ihr seid zweifelsohne der beste Assistent, den ich bisher abstellen durfte. Und das meine ich unter Aufbringung meiner gesamten Aufrichtigkeit. Ich danke euch, habt vielen Dank. Danke, bin gleich wieder da. Ich danke euch in aller Bescheidenheit. Ja. Eines rate ich euch dringend, Blutäuter. Gebt nie euren Ängsten nach, das ist ein schöner Tipp. Außer ihr habt Angst vor der Außenwelt. Dann würde ich euch einen Beruf vorschlagen, der es euch gestattet, drin zu bleiben. Wenn der Bruder wüsste... Wenn der Bruder wüsste, was das für ein guter Tipp ist. Nice, ich mag ihn. Zenata, sogar das Eichhörnchen fliegt mit rum hier. Haha, Reese, Junge. Die meisten meiner Partnerinnen und Partner stelle ich aus Resten her, die gnomische Ingenieure während ihrer Mittagspause hinterlassen. Doch ihr seid anders. Ihr seid gut auf meine mechanischen Methoden eingestimmt. Ich weiß eure Synchronizität zu schätzen. Aber werdet mir ja nicht sonderbar verstanden... Habt vielen Dank. Ich möchte euch das Wissen vermitteln, das sich alles wiederverwenden lässt, ob Geräte, Wissen oder sonstiges. Ah, das war's? Na gut, ja, ich meine, reicht ja auch als Ansage, oder? Es gibt doch nichts Schöneres als ein Eckchen in einer Bibliothek mit einer frischen Kanne Tee, nicht wahr? Die sind mir alle so sympathisch hier, Wahnsinn. Natürlich seid ihr meiner Meinung... Das ist nicht die halbe Miete. Das ist die halbe Miete, ja, wollte ich sagen. Wenn ich die Bewerbungen um einen Platz in unserer Gruppe genehmigen soll. Fantastisch. Ich danke euch. Die Geschichte ist ein endloser Fluss, genau wie die Teile der Welt, die in seinen Strömungen gefangen sind. Oh, jetzt gehen wir aber in die Kalendersprüche, ja? Und wenn diese Strömungen weiterhin zu mir führen, werde ich immer Waren haben, die ich verkaufen kann, oder... Ja, ja, es geht um den Cashflow, Bruder. Ich hätte nie gedacht, dass wir noch einmal einen Teamkollegen finden, der sich genau wie ich für das Entdecken von Geschichte freiwillig im Dreck suhlt. Und doch seid ihr hier. Mit euch an meiner Seite würde ich dieses Land Tag ein und Tag aus umgraben. Glaubt mir, das sage ich sehr selten. Dankeschön, in aller Bescheidenheit. Lasst euch nicht von Kleinigkeiten entmutigen. Ein bisschen Erde ist nichts, wenn sie das Einzige ist, das euch von eurem vergrabenen Schatz trennt. Sweet.
Sie haben voll die Archäologen-Abschiedssprüche hier. Damn, Boy. Ein Individuum mit dem Potenzial für so viele verschiedene historische Untersuchungen wie euch trifft man sehr selten. Und wie alle seltenen Funde wissen wir so etwas jenseits aller finanziellen Erwägungen zu schätzen. Ich hoffe, ihr erkennt, dass wir euch genauso bewerten. Wir schätzen euch hier über euren erkennbaren äußeren Wert hinaus. Ich danke euch. Stellt euch doch bitte vor, dass selbst dieser Augenblick irgendwann in die Zukunft, in der Zukunft entdeckt werden könnte. Müssen wir Screenshot machen. Vielleicht auch von so einer buddelnden und Hinweise verschlingenden Gestalt mit einem Technoseher und einer Archivarenkappe. Nice. Irgendwann buddelt die nächste WoW-Gen mein T-Mog aus. Ich freue mich. Auf euch, Bluteuter. Auf eure Unterstützung, euren Entdeckergeist und eure Sorgfalt mit der Geschichte. Mögen alle mit freudigem Appetit auf Wissen Heimat und Freunde wie diese finden. Hey, Glückwunsch! Oh, das war ja schön. Das war ja... Ja, Fyrak. Das war ja wirklich schön gemacht wieder. Niedliches Ende. Nun gut. Das war dann anscheinend unsere archäologische Runde, zumindest bis jetzt. Fantastisch. Tolle Charaktere. Sehr viele verschiedene Eindrücke, die hier gesammelt werden konnten. Sehr viele Anfänge, die dann sicherlich noch weiter gesponnen werden. Und das bedeutet, wir werden diese Kollegen wiedersehen. Da freue ich mich jetzt schon drauf.